Herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles Isle of Sipta. Stell im Handwerksmenü deines Inventars einen Jagdbogen her. Das möchte ich jetzt erstmal eben machen. Da noch genug von. Obwohl der richtig scheiße ist, das muss ich auch dazu sagen. Also der Jagdbogen ist eins der ersten Dinger, die man machen kann, und der ist richtig scheiße einfach zu benutzen. So, dann Pfeile herstellen. Einfach Pfeile. Ich darf auch keine extra Pfeile machen. Ich muss die normalen Pfeile, glaube ich, machen, oder? Oder ist das egal? Weil irgendwo hat er nämlich Probleme mitgemacht. Feuersteinpfeil. Knochenpfeil. Achso, Knochen. Da brauche ich Knochen für. Na gut, dann. Oh, 10 Pfeile. Das wird eh nichts mit dem Kopfschuss. Gut. Kraftschüsse. Nimm einen Hirsch am besten. Kraftschüsse ist also, klar. So ein Hirsch. Kraftschüsse sind mir egal. Wo sind meine Pfeile? Wieso habe ich jetzt 100 davon? Hä? Ich habe doch nur 10 hergestellt gerade. So, ich habe sie hoffentlich jetzt verbunden. Hier lief doch eben noch ein Hirsch rum. Da unten ist eine Kuh. Ja, ich muss ja jetzt erstmal nur Kraftschüsse machen. Ich muss sie jetzt erst noch nicht treffen. Da hinten ist ein Hirsch. Lass mir den Hirsch bitte übrig fürs normale Treffen. Nö. Genau zwischen die Augen. Aber den kann ich jetzt nicht one-hitten. Das ist das Problem. Den kann ich one-hitten. Wie gesagt, beim Hirsch geht's wirklich gut. Damit hätte ich die Reise dann auch schon mal beendet. Sehr schön. Und wir kriegen einen mächtigen Bogen. Mit Pfeilen. Das ist ja cool. Hast du den auch beansprucht? Welchen? Also die Belohnung von dem Bogenschützen. Was war denn das? Das, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit mächtiger Bogen und irgendwelche Pfeile. Ja. So, Zimmerbank muss ich jetzt freischalten. Zimmerbank, du bist der Möbelmacher. Zimmermann, nicht Zimmerbank. Was rede ich hier für einen Quatsch? Okay, wenn ich Idiot die Reise auch vorher gewechselt hätte. Werkbank benutzen oder platzieren. Ja, wir haben ja eigentlich schon eine. Jetzt laufe ich hier mit Pfeil und Bogen rum. Das sieht natürlich überhaupt nicht cool aus hier. Mal wieder mein Schwert rein. Nee. Und dann laufe ich mit so einem kleinen Jagdmesser dann so in der Hand rum, weißt du? Haben wir nicht hier eine Zimmerbank? Ist doch der hier, oder nicht? Einmal öffnen. So. Einen guten Bogen herstellen. Wie alle Waffen sind auch Bogen von höherer... Das ist doch bescheuert. Du kriegst einen scheinbar guten Bogen durch die Quest und musst dir jetzt selber noch einen herstellen. Stelle einen... Stell im Handwerksmenü der Werkbank eines Zimmermanns Bogen her. Wie viele soll ich denn herstellen? Einen guten Bogen herstellen auf jeden Fall. Ach so, das sind die... welche nehme ich denn da? Lila sieht ja ganz schön aus. Ne? Ich den mal. Keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht auf die Werte geachtet. Die machen aber wahrscheinlich alle gleich. Ne? 7, 7, ja. Sag mal, gibt es hier Paviane auf der Map? Willst du jetzt ein paar... Nee, auf der Map? Es gibt so Affendinger, so Gorillas. Aber Paviane habe ich noch nicht gesehen bisher. Ja, das meinen die wahrscheinlich damit. Aber ich war jetzt auch noch nicht überall, muss ich dazu sagen. Ne? Der hat 6, der hat 7. Das heißt, der ist ein bisschen besser. Einen Gegner ins Bein schießen. Ach so. Das kommt jetzt erst. Das ist einfach, einfach. Okay. Ja, ja, aber das kommt jetzt erst. Ich dachte, das wäre... Warte, muss ich aber die Pfeile... Hä, wieso habe ich jetzt... Nee, Moment. Ach, das sind die Pfeile, Eisenkopffeile. Oh, das sind die, die ich bekommen habe. Die möchte ich da nicht unbedingt verballern. Warte mal, die tue ich mir mal hier rein. Eisenkopffeile. Weil die sind auch was stärker als die anderen, glaube ich. Achso, ich sollte vielleicht auch den Bogen nehmen, ne? Könnte von Vorteil sein. Jetzt ist der natürlich... Da hinten ist noch... Ja, da hinten ist eine Kuh. Das ist ja... Kann man die Kuh nennen? Also ein Reh halt. Nennt sich doch Hirschkuh irgendwie. Oder ist das wieder was anderes? Keine Ahnung. Wenn ich übrigens links einmal drauf drücke, dann macht er das, glaube ich, sofort. Ne? Dann schießt er sofort, meine ich. Oh, keine Ausdauer mehr.
Ich muss aber sagen, ins Bein war einfacher. Hallo, wieso hat er die jetzt weggemacht? Bist du doof? Ja, okay, habe ich aber getroffen. Sehr schön. In den Kopf schießen. Och, ihr könnt mich doch mal kreuzweise, ganz ehrlich. Das ist doch nicht normal, dass man das, was man schon vorher gemacht hat, immer wieder machen muss. Ha. Guck mich mal an. Bleib mal einfach stehen, ohne dich zu bewegen und guck mich mal an. Nein, angucken, ohne bewegen. Ja, von hinten den Kopf ist nicht so gut. Jetzt rennt der andere nicht ernsthaft wie blöde hier rum, ne? Ich gehe da mal woanders hin. Dass der eine jetzt da rumläuft, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber warum ist der andere jetzt so aufgebracht, dass der auch wie blöd hier so einen auf... Ne? Hirsch auf Ecstasy macht. Ich guck mal da hinten, ob ich da irgendwas finden kann. Ich hab dann Stufe 30. So. Oh, ich sollte mal ein paar Wissenspunkte machen, glaube ich. Ne? Warte mal, den sollte ich mal voll machen. Wäre mal ganz gut, ja. Dann mache ich den erstmal voll. Ja, das habe ich da genommen. Das hatte ich nicht genommen. Ach so, genau, das hatte ich aber auch genommen. Da möchte ich auch erstmal 5 Punkte reinmachen. So. Jetzt muss ich wieder sammeln. So. Drückt mir die Daumen, dass hier noch irgendein Hirsch ist, der im Kopf ein bisschen klarer ist. Und hier nicht wie blöd in der Gegend rumeiert. Das wäre wirklich von Vorteil. Da steht einer. Ich sollte mich vielleicht ranschleichen oder so. Jetzt kann ich mich hier nicht mehr bewegen. Jetzt hat er die Waffe natürlich wieder weggemacht. So, mein Freund. Schön stehen bleiben. Boah, voll zwischen die Augen. Aber das war heftig. Das ging jetzt gerade ab wie Schmidts Katze hier mit dem Pfeil. Ne? Der ist so schnell weggedonnert. Das war krass. So, dann bekommen wir den mächtigen hyrkanischen Bogen. Dankeschön, habe ich gerne beansprucht. Also ihr kriegt da gute Sachen im Endeffekt noch so nebenbei. Ne? Deswegen solltet ihr auf jeden Fall auch diese Reisen und ihr lernt auch immer was dabei. Es sei denn, ihr kennt euch natürlich schon sehr gut damit aus. Jetzt soll ich hier nicht ernsthaft eine Steinkeule herstellen. Da lernt man nichts mehr, ne? Oder nicht viel, ne? Ach, Bettenwissen, das wollte ich ja sowieso machen. Doch, habe ich auch schon freigeschaltet. Bett platzieren und binden. Ich komme, mein Schatz, ich werde uns ein Bett bauen. Na, okay, ich werde mir ein Bett bauen. Oh, falsche Stelle zum Runterspringen. Aua, ich habe mir leicht die Knie angestoßen, aber sonst geht's mir gut. Den Kopf hast du denn nicht angestoßen? Nee. Da könnte ich jetzt was zu sagen, aber ich lasse es lieber. Also über dich jetzt, nicht über mich. Ja, das war klar. Das ist aber über so, wen sonst? Jetzt habe ich nur ein Problem. Dein Bett liegt hier jetzt völlig im Weg. Obwohl, ich könnte das Bett auch erstmal daneben hinstellen. Ich bin gerade schwer am Kämpfen. Ist mir doch egal. Wenn ich sterbe und du machst mein Bett vorher ab, dann spawne ich irgendwo in der... Du machst das aber selber auch noch, oder? Nee. Ja, diese Dings davon. Also, das heißt, ich lasse dir das dann selber zum Bauen, oder nicht? Was will ich solch machen? Ob ich dir das zum Bauen lasse. Also, dass du erstmal diese Bettstätte, oder wie sich das nennt hier, hast und dir dann selber später ein Bett machst. Ja. Oder wie willst du das machen? Also, mir ist das egal. Deswegen, ich kann ja auch eins bauen. Das kostet auch nicht viel. Geht jetzt nur darum, oder ob du das selber machen willst und dann musst du das hier selber einmal hinstellen. So. Vorsicht, selber nochmal binden. So. Ich habe jetzt ein schönes, gemütliches Bett. Da ist quasi nichts drauf und alles ist ganz hart mit Holz und so. Aber ich hab's. Ja, guck mal. Fackeln wollte ich sowieso machen. Das ist doch wunderbar. Die hatte ich vorher schon extra freigeschaltet. Guck mal. Lichter. Dann nehmen wir die Fackel erstmal. Ist ja egal, welche Fackel wir hier... Ach so. Oh, du bist so blöd. Du hast mich voll aufliegen. Ja, deine dämliche Tür steht hier im Weg. 4, 5, 6, 7, 8. Das habe ich nicht gemacht. Doch, die hast du gemacht. Erzähl dir keinen, die hast du gemacht. So. Dann machen wir das. Aber
Ist das dein Ernst, dass ich mir jetzt erstmal eine Fackel herstellen muss? Zack. So. Möbel. Ach, Möbelmacherwissen. Das muss ich jetzt freischalten. Das wollte ich gar nicht freischalten. Na gut. Ja, aber was brauchst du für irgendwas da? Werkbank benutzen oder platzieren. Haben wir hier eine Werkbank, eine normale? Werkbank vom Rüstungsmacher? Normale nicht, ne? Nee, das ist ein Gerbertisch. Hä, wieso haben wir keine Werkbank? Ach so, weil wir da nur dieses eine, glaube ich, mitmachen konnten, ne? Nee, Quatsch. Och, komm, ey! Sag mal, was ist mit dem Bogen? Werkbank. Ach, ich habe auch andere. Stell ich mal, weil wir die eh nicht gebrauchen, stelle ich die mal hier ins Schlafzimmer rein. So. Ach, jetzt soll ich einen Tisch herstellen? Ist das jetzt euer Ernst? Das sind Sachen, die ich gar nicht machen will. Das ist so nervig, dass man das nicht einfach... Rezepttisch. Och nee, dafür brauche ich jetzt geformtes Holz. Wollt ihr mich denn hier? Muss ich das hier... Nee, hier war es nicht, ne? Wo muss... nee, hier war das, glaube ich, oder? Genau, geformtes Holz brauche ich jetzt 10 Stück von. Das Gute ist ja, dass ich meinen Battle Pass zocker hier weiter level durch. Ja, ja. Also der zählt ja übergreifend, ne? Ja, egal auf welchen Server du bist. Das finde ich aber bei auch gut, weil das wäre sonst doof irgendwie. Bei der nächsten Stufe kriege ich ein Kamel. Ja, ich habe den ja nicht gemacht. Ich hätte zwar auch was damit nicht... Ja, aber ich habe auch nie drauf geachtet, was da überhaupt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Och! Weil für mich ist das... Es bringt mir ja nichts. Wenn das jetzt Teso wäre, würde ich sofort machen, bin ich ganz ehrlich, aber... Tavernen... Oh, wir haben sogar Tavernentheken jetzt. Oh, ist das cool. Oh, da haben sie auch das Doppelbett. Ja, ich will jetzt Doppelbett machen. Ich soll erstmal einen Tisch machen. Wo sind die dämlichen Tische hier? Warte mal. Ich habe doch gerade noch einen Tisch. Ach, da. Ja, ich sollte vorher das Holz reintun. Ich weiß. Zack. So. Ein Tisch herstellen. Ein Stuhl herstellen. Ihr könnt mich doch alle mal. Gibt es da auch einen normalen Stuhl? Stuhl? Hallo Stuhl? Das sieht alles nicht... Ein Weingestell gibt es sogar jetzt. Weinregal, Weinkorb. Oh, da sind so coole Sachen dabei gekommen. Dazugekommen. Ein luxuriöses Bett. Das kostet gar nicht so viel. Das ist so ein rotes Himmelbett. Ja. Das wollte ich ja machen für mich. Ja, ja. Wie, ja, ja? Willst du auch da drin liegen? Ich lass dich da gar nicht rein. Du... Ich muss mich breit machen können, wenn ich im Bett liege. Du machst ja, dich ja, zwangsläufig das, immer breit. Das, das ist das Problem. ich kann aquilonischen Stuhl machen, aber ich kann keinen normalen Stuhl machen. Hä? Warte mal. Aber ist das egal, welchen Stuhl ich herstelle? Oder muss ich vorher noch was freischalten mit den Stühlen? Das gehört ja unter Dekoration. Ah, Stuhlmacher. Ach, ihr könnt mich doch mal... Und ich suche hier wie blöde den Stuhl. Bequemer Stuhl. Gibt es auch nur den Stuhl, weil nicht, dass die dann wieder was anderes wollen. Holzstuhl. Stuhl. Siehst du? Auch brauche ich schon wieder 4 geformtes Holz. Wofür muss ich das noch alles machen? Ich will kein geformtes Holz machen. Ich wollte nur die Reise abschließen. Das ist doch doof. Wieso liegt hier eigentlich ein Jagdbogen drin? Ja, weil ich den getauscht habe gegen meinen. Dann könnte ich meinen eigentlich auch reintun, ne? Will ich auch nicht mehr. Wenn wir irgendwie Sklaven haben oder so, dann können die die ja erstmal haben. Bevor die gar nichts haben, weißt du? So. Also diese Rehe sind so scheiße, ey. Ich weiß. Nimm dir die Hirsche. Ja, aber Hirsche sind gerade keine da. Ja, da waren eben ein paar. Hast du oben auch mal geguckt? Weil oben sind ja auch welche noch, ne? Wo das Erdenerz ist.
Reise abgeschlossen. Oh, wenigstens etwas. Da kriegen wir eine verstärkte Holzkiste für. Also ich, du nicht. Du hast die Reise nicht gemacht. Ach stimmt, das ist jetzt hier drin. Ja, aber es macht keinen Unterschied, glaube ich, ne? Weil die Holzkiste und die verstärkte Holzkiste sind gleich groß, glaube ich, ne? Och, ey. Musst du den töten? Ja. Achso, sonst hätte ich mitgeschossen. Nein. Wie macht man jetzt Ziegel? Sag mir das doch mal. Steine in den Ofen brennen. Nee. Also Steine muss... Ja doch, du musst natürlich die anderen Sachen rausmachen, die drin sind im Moment noch. So, warte mal. Und vor allen Dingen, ich brauche mal einen Stahl. Ne? Ja, das, ich wollte nur die Eisenbahn mal eben rausholen. Gib mir den Stahl. Achso, nee, die Quatsch, Eisenbahn. Ich muss die, das muss ich rausholen. Du musst das Eisen rausnehmen. Ja, ja, ja. Ach, das war jetzt... Das war doof. Nein, das war nicht doof. Aber ich tue Eisen schon mal... Was ist mit dem Viech, ey? Ach, du verballerst eigentlich nur die Pfeile da unnützweise, ehrlich, ey. Ne? Wo ist das andere Viech? So. Ach so, genau, das wollte ich auch machen. Moment. Wo drunter ist denn das jetzt schon wieder? Hier, genau. So, schon wieder eine neue Reise freigeschaltet. Ist das nicht schön? Jetzt ist das natürlich hier mitten im Weg. Das ist nicht so schön. Och, Mann. Ich kann es schon machen. Es ist auf jeden Fall grün. Dann tue ich das jetzt schon mal hier hin. Komposthaufen benutzen. Du kannst einen Komposthaufen mit dem Konstruktionshammer platzieren. Ach so, das sind zwei verschiedene, oder was? Warum machst du den hier drinnen hin? Weil ich das gleich noch sortieren muss, aber deine blöde Gerberei da ist mitten im Weg. Die ist aber wichtig. 20 geformtes Holz. Ihr wollt mich doch vergackeiern hier. Jetzt kann ich mein ganzes Holz, was ich so mühsam geerntet habe, was gar nicht mehr in meinem Inventar ist. Wo ist denn das hin? Hä? Ach nee, das ist noch bei mir im Inventar. Ups. Aber erstmal Panik schieben. Nur ich hoffe, ich habe jetzt das Richtige angeklickt. Ich glaube, es war geformtes Holz, was ich brauche. Ich meine, noch geht's ja noch. Noch sind die Sachen relativ schnell zu fertig. Aber wenn du dann später so diese Sternmetallwaffen und so, die dauern so lange bei der Herstellung. Hier beiden Dinge einstellen. Brauchst du jetzt die Ziegel oder kann ich die nehmen? Ja, ich brauche die Ziegel und zwar alle. Ja, da sind nur 14 drin. Ach so, nee, 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 Quatsch. Die habe ich schon rausgenommen eben. Für was brauchtest du die denn? Für das mit dem Komposthaufen, glaube ich. Also das ist wieder was anderes, aber das davor. Vor dem Komposthaufen. Also bei diesen... Nee, nicht Möbelmacher war es nicht, bei irgendwas anderem. Ich weiß es nicht. Für irgendeine Reise, frag mich doch nicht. So. Komposthaufen mache ich jetzt. Ist natürlich wundervoll, wenn ich den direkt da an den Dings reinsetze. So. Hm? Den setzen wir ungefähr so hier hin. Zack. Pflanzenfasern ernten. Du brauchst eine beträchtliche Menge. Ja, ich habe ja auch nur extra schon welche gehabt. Aber ist in Ordnung. Das Festmahl sollte ich vielleicht mal raus tun hier. Pflanzenfaser, wo ist denn da? Ja, das ist blöd mit Pfeil und Bogen. Ich mach das mal raus hier. Beziehungsweise vertauscht die mal. So, da. Da können wir welches ernten. Mahlsteinwissen freischalten. Jetzt müssen wir das auch noch machen hier. Mahlstein hier. Okay. Knochen in den
Ne, den Mahlstein mache ich, den wollte ich erstellen gerade. In den Mahlstein. Ja, ich muss den nur reinlegen. Aber ich habe keine Knochen, glaube ich, oder? Ich meine, wir haben ja noch nichts gehabt mit Knochen. Oh, hier sind aber auch keine... Doch. Nee. Oder warte mal. Waren da oben nicht auf dem... Auf dieser Brücke waren da nicht Skelette? Ja. Aber du hast auch keinen Knochen, ne? Ich hab hier diese, Ne, nur die Hörner. Ne, Hörner habe ich nur. Ja, weil ich muss Knochenmehl herstellen, scheiße. Oder ich mach das erstmal zu Ende, dass ich das lasse. Mach ich erstmal den Koch. Lagerfeuerwissen, das habe ich doch, ne? Oh, sag mir jetzt nicht, dass das jetzt wieder verbuggt ist, bitte. Nee, Lagerfeuerwissen hast du nicht. Das ist extra. Das ist ein Lagerfeuer. Das ist eine Ding. Ach, das ist dieses hier. Ja, ich sehe es gerade. Oh, ich dachte schon. Das große. Über einem Lagerfeuer Fleisch kochen. Ja, das habe ich den ganzen Tag schon gemacht. Vielen Dank dafür, dass ihr mir das jetzt sagt. Moment, ich kann aber hier. Gilt da auch das große Lagerfeuer bei? Gucken. Oh nee, du musst das ernsthaft über so ein Kack-Lagerfeuer machen. Ist das dein Ernst? Dann baue ich das einmal hier hin und dann mache ich das danach wieder weg. Ja, aber ich brauche das vielleicht auch. Oder ich brauche ganz viel Zwirn und Holz erstmal. Oh, das ist so nervig mit diesen blöden Aufgaben. Aber man bekommt halt auch was. Also irgendwie rentiert sich das schon, das zu machen. Aber es hält einen wahnsinnig auf, weißt du? Mhm. Weiß ich. Weißt du auch? Das ist wie mit Männern, weißt du? Die halten einen wahnsinnig auf, aber irgendwie rentieren sie sich dann doch. Aha. Hast gerade nochmal die Kurve gekriegt, oder wie? Ich habe gerade nochmal die Kurve gekriegt. Ja, pass auf, dann mache ich aber dieses Lagerfeuer... Das mache ich hier unten hin, wo wir sowieso unsere Tiere hinstellen wollen. Dann haben die ein schönes kleines Lagerfeuer. Mhm. Wo waren das jetzt nochmal? Dekorationen, oder? Wo hatte ich das denn jetzt? Nee. Oh, ich hab's schon wieder. Allgemein. Kochen. Ach nee, ich hab den Zwirn wieder nicht. Och, das nervt mich so dermaßen. Mit diesem blöden Zwirn. Also wenn du da drin was herstellst, dann kann er das von selber machen. Jetzt hat er wieder nur 10 hergestellt, oder was? Das ist doch nicht normal. Du drückst zweimal auf 10 und der stellt dann nur 10 her. Lass mich raten, ich brauche dir jetzt irgendwie 25 oder so, ne? Oh, nein. Hast du mich veräppelt? Ja, natürlich brauche ich 25, wenn ich 20 herstelle. Was auch sonst? Das ist doch normal. So. Jetzt habe ich keine Kohle. Wetten? Natürlich nicht. Kann ich hier nochmal kurz welche farmen? Ja, die ist wieder da. Hole ich uns nochmal neue, bevor ich jetzt hier... Achso. Cedar. Oder? Ich muss gleich nochmal gucken, ob da eine Flasche war. Weißt du, wie lange das ungefähr dauert? Bis die, respawnt die dann auch? Oder? Wie respawnt? Ja, oder bleibt die so lange liegen, bis die einer nimmt? Bleibt so lange da, wenn du die nicht nimmst, bleibt sie da. Und ansonsten hat sie einen Cooldown, bis sie wiederkommt. Ist sie denn wirklich hier am Land? Oder ach so, aus Horn. Hallo, aus Horn kriegst du auch Knochenmehl. Dein Ernst jetzt? Ja, ich hab's gerade gemacht. Boah, du bist so. Dann hätte ich die Reise ja gar nicht ändern müssen. Ja, hallo? Du, ich hab es gerade getestet, als ich das Ding hier gedingst habe. Und ich meinte mit dem nicht wundervoll. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Obwohl du das natürlich auch bist. Doch, du meinst toll, dass du das gefunden hast, Schatz. So eine Art, ja. über einem Lagerfeuer Fleisch kochen. Ich kann es nur braten, aber ich hoffe, das reicht trotzdem. Nein, er nimmt es trotzdem nicht an.
Willst du mich veräppeln? Jetzt habe ich extra ein Lager... Oder muss ich das noch rausnehmen? Ich muss es rausnehmen. Och, du kannst mich mal. Ich bin so froh, dass ich das habe. Steine in einen Mahlstein legen. Normale Steine? Echt? Da kam noch irgendwas. Ich weiß nicht mal, was da rauskam. Was kommt denn dann raus? Beim Stein? Beispiel dafür. Andere Ressourcen. Also Stein, aus dem du Salze für die Konservierung herbekommst. Ach so. Okay. Haben wir ja schon Mahlstein zum Kochen? Jetzt? Ja, ja, hier. Beim Feuer hier hinten. Warum steht da Mahlstein? Leider falsch platziert. Ja, ich merk's. Warte, ich mach da mal ein paar rein. Okay, kann ich wieder rausnehmen? Könnte ich rausnehmen, wenn ich drankommen würde? So. Stimmt, da kommt Salz raus. Das ist ja einfach. Fischerwissen freischalten, na toll. Hätte ich das vorher gewusst. Hm. Mit dem Salz kannst du auch kochen. Also bessere Gerichte machen, wenn wir den Herd haben. Den nicht noch. Kriegen wir noch. Keine Sorge, kriegen wir noch. Ich bin dran. Fischfalle benutzen oder platzieren. Die Frage ist, wie teuer sind die Scheißdinger? Soll ich die Fischfalle machen oder machst du die? Hm. Ungültige Gebäudeplatzierung. Ich wollte ja auch eigentlich nur wissen, wie teuer die sind. Geformtes Holz und schon wieder Zwirn. Ihr wollt mich doch irgendwie... Zwirn ist doch einfach. Das ist doch die Grundsubstanz. Ja, aber ich brauche dieses blöde Zwirn wirklich für alles. Das ist doch nicht normal. Und ich brauche wieder gebogenes Holz. Ich meine, es waren 10. Ich bin mir nicht sicher. Achso, ich habe gar kein Holz drin, sagtest du. Oh. Geformtes, meinst du? Von mir ist auch geformtes. Ist doch alles gleich gebogen. Kannst du dich mal entscheiden? Habe ich doch. Ich habe dich gewählt. Oh. Ne? So. Ach so, das ist aber sehr gut, weil ich habe nämlich noch halb verrottete, also 38 Insekten, die ich da reintun kann. Das ist wirklich gut. Sonst habe ich hier nichts. Ich habe hier noch Reißzähne. Kann man damit das auch machen? Oder hast du wirklich Hörner genommen? Ein Horn hatte ich noch. Reißzähne gehen auch. Habe ich jetzt. Ich habe ganz viele da drin gerade. Also der macht gerade. Ja, aber denk dran, wo ich das reingelegt habe. Das brauchst du für die. Also diese Doppelhörner, glaube ich. Nee, das sind die Reißzähne. Wir brauchen 4 Hörner insgesamt noch für unsere Kopfbedeckung, ne? Wenn wir schwere Rüstung machen. Ja, Hörner andauernd. Nee, ich sag's dir nur. So, hier, was mich gerade. Hier mache ich jetzt das noch rein. Ich hab schon wieder, es ist schon wieder kein Eisen mehr da, weil ich Stahl brauche. Sollst ja auch keinen Stahl machen, sondern Eisen. Ja, er sagt aber, ich soll Stahl machen. So, du nervst mich. Du hast hier irgendwie, du sorgst hier für eine schlechte Optik. Dich mache ich jetzt erstmal weg hier so. So, die Dinger können wir eigentlich egal. Warte mal, aber da, von da kommt das Wasser. Wir machen das so rum. So. Denk dran, wegen Fischfalle, dann kannst du die anklicken. Das müsste normalerweise funktionieren, ne? Hier tut man dann Insekten rein und dann sieht man hier unten schon, die Insekten fangen den Fisch sozusagen. Ich weiß doch, wie das geht. Ja, aber meine Zuschauer vielleicht nicht. Links ist eine Hirschkuh. Möchtest du die abschießen? Nein, jetzt schießt er die wirklich ab. Boah, toll, danke. Ich wollte sie gerade abschießen, da hast du mich. Oh, wenn ich lache, heißt das, dass ich das mache und nicht du. Okay. Das hört sich lachen. Nein. Warte mal, die stelle ich mal eben hier zwischendurch ab. Weil ich das mal eben verschieben muss hier. Wo geht die jetzt hin? Guck mal, wie die aus eskaliert. Der eskaliert den Berg hoch. Ich kriege hier gar nichts mit. So. So. Was wollte ich denn überhaupt mit dem Komposthaufen? Ach so, da können wir auch die Dinger, die Verdorbenen, reinmachen. Genau. Was kriegen wir da nochmal raus? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich könnte mal ein paar hier... Diesen Rest da nochmal aufteilen. So. Das können wir dann benutzen. Der macht noch das Fleisch. Achso, da kann ich direkt noch ein bisschen Verdorbenes reintun. So.
So, dann stelle ich die auch noch mal so ein bisschen mehr zusammen, würde ich sagen. Die bleiben so nicht stehen, aber ich stelle jetzt erstmal so ein bisschen nicht dahin lauf. Ja, da kannst du, da ist okay. Was laberst du? Hier war doch noch ein zweites Teil. War das das hier? Der Gerbertisch? Ja, ne? So, ich stelle das jetzt erstmal so nebeneinander, damit wir das benutzen können. Das bleibt natürlich nicht so, weil das hier wird ja ein Durchgang, wie man sieht. Boah, ich muss Eisen holen. Hoffentlich ist das Eisen schon wieder da. So. Hm. Ja, dann willst du mal mitkommen zu dem Dorf. Ja, Moment. Weil dann kann ich dir mal zeigen, wo du immer Eisen holen kannst. Da ist immer ganz viel. Und wenn ich da alleine hingehe, dann bin ich überladen. Ach so, dann lass mich aber erstmal eben ein bisschen leer machen. Warte mal. Ja, mach dich ziemlich... Also, das hört sich jetzt eben komisch an. Mach dich ziemlich leer. Frei, habe ich gedacht, wolltest du sagen. Aber, wieso habe ich jetzt hier... Ach, das habe ich bei mir privat. Ach, ich habe hier auch noch die Dinger. Da, ich muss gleich nochmal zur Reuse, dass ich hier noch was reinlegen kann, ja? Da ist die Betrone. Ich habe hier ganz viel... Ich weiß gar nicht, wie viel Platz wir jetzt da oben drin haben. Ich habe ja auch noch Salz unterwegs gefunden. Eislotusblüte. Hä? Na, nichts machen damit. Das nee, aber drin. Wieso ist die in meiner Kiste drin? Ja, die habe ich da reingetan. Ich dachte, das wäre die Kiste für die Dings, für die... Für diese Gemüse, wollte ich gerade sagen, für diese anderen Sachen. Hier oben rechts sind die Samen. Achso, die sollte ich vielleicht mal in... Ja, die, genau, Samen, das habe ich gesucht. Und Blumen, so. Ja, dann tu die dabei. Warte mal. Die Arbeiterbiene, die tue ich mal erstmal mit hier rein, würde ich sagen. Ne? Die verwelken ja nicht oder so. Also, gehen nicht kaputt, oder? Geh da raus. Wieso? Kannst du doch benutzen. Wenn ich da auch rein muss. Ja, kannst du doch. Nein, man kann nicht zu zweit in eine Kiste gucken. So. Gameplayerin. Privat. So. Ach ja, komm, ey. Gameplayerin privat. So. Und dann, aber das hat hier keine Bewandtnis. E gedrückt halten und sperren. Dann steht da groß gesperrt, wenn man da drauf geht. Dann wissen immer alle, dass die da nichts dran zu suchen haben. Dass sie gerade dann da reingucken können. Nee. Und alles rausnehmen. So, alles, was ich jetzt so als Fortschritt gemacht habe, das tue ich da auch mal rein. Kommst du jetzt oder kommst du nicht? Ja, ich tue hier mal eben das Zwirn noch rein. Ich wollte aber eigentlich mal kurz den Mahlstein benutzen. Halt, stopp. Mahlstein. Da muss ich aber die... Genau, die Reise mal kurz wechseln. So, sehr schön. Ja, das kann ich nicht. Ich habe jetzt gerade was gegessen, dass ich 45% mehr Tragkraft habe. Kompost erzeugen, dann mache ich das danach. Oh, Essen, da sagst du gerade was. Moment. Bevor wir uns jetzt aber zum Menschendorf begeben, werden wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.